Hunderte Menschen marschieren durch Bitola. Vor 75 Jahren, im März 1943, war die Stadt in Südmazedonien Schauplatz der Verfolgung und Deportation ihrer jüdischen Einwohner. 3.400 Männer, Frauen und Kinder wurden Opfer der Nationalsozialisten. Vom lokalen Bahnhof aus kamen sie in das Vernichtungslager Treblinka. Das einst reiche jüdische Leben wurde ausgelöscht. Jetzt werden einige Namen öffentlich verlesen. Sami Abarbanel. Olga Abarbanel. Zur Gedenkfeier sind internationale Gäste nach Mazedonien gekommen. Darunter Pfarrer Hans-Joachim Scholz aus dem badischen Stauffenberg mit einer Jugendgruppe. Ebenso wie junge Menschen aus Mazedonien und Israel. Ich habe mich davor mit dem Thema nicht wirklich beschäftigt. Aber jetzt habe ich eben wirklich deutlich mehr Informationen und finde es auch immer tragischer und immer unverständlicher, warum man das damals getan hat. Ich finde halt vor allem, dass es wichtig ist, auch als Jugendliche, die in Deutschland leben, dazu Stellung zu beziehen, was damals passiert ist. Die Verständigung war kein Problem, denn wir wollten kommunizieren. Wir wollten uns kennenlernen und miteinander sprechen, um unseren Horizont zu erweitern. Die Vielfältigkeit dieses Projekts hat mich begeistert. Wir haben alle unterschiedliche Traditionen und Kulturen, aber die Zusammenarbeit bei diesem heiklen Thema war toll. Viele der jungen Menschen treffen sich nicht zum ersten Mal. Bei einem Sommercamp 2016 legten US-amerikanische, russische, deutsche und mazedonische Jugendliche den jüdischen Friedhof hier frei. 2017 folgte die zweite Aktion. Wir haben es erlebt jetzt im Sommer, dass 13 Schüler und Mitglieder vom Roten Kreuz hier in Bitola mit uns im Projekt gearbeitet haben. Und bei diesen Begegnungen am Arbeiten, beim Arbeiten oder aber auch bei den Kleingruppengesprächen wurde sehr deutlich, dass diese jungen Menschen hier aus Bitola sich der Geschichte genähert haben und allmählich merken, dass da auch im übertragenen Sinn viel Gras gewachsen ist über eine Geschichte, die man eigentlich ignoriert. Versöhnen, nicht vergessen. Das ist Pfarrer Scholz aus der Stauffenberger Paulusgemeinde wichtig. Er ist seit Jahren in der Erinnerungsarbeit aktiv. Ab 1497 fanden jüdische Mitbürger auf dem Friedhof ihre letzte Ruhestätte. Bis zu 8000 könnten es sein. Lange war der Ort verwüstet und fast vergessen. Jetzt liegt er da wie ein offenes Buch. Viele Inschriften sind wieder lesbar. Auch ein Verdienst der Jugendgruppen, die hier schwer geschuftet haben. Und es gibt große Zukunftspläne für das Areal, für die der israelische Botschafter in Mazedonien Unterstützer gewinnen konnte. In the Park of the Living will be a special park. Park der Lebenden wird ein besonderer Park. Das soll ein attraktiver Ort werden, an dem du über das Gras schlendern, alles besichtigen und die Geschichte lesen kannst. Es wird besondere Denkmäler geben. Ein Monument, das dieses Jahr schon aufgestellt wird, stammt vom Künstler Marty Grünberg. Der Bildhauer begleitet uns hier und ist der letzte Jude, der in Mazedonien geboren und gerettet wurde. Er kreiert für uns eine Sonnenuhr im Herzen des Parks. Die Bürgermeisterin von Bitola, der zweitgrößten Stadt Mazedoniens, empfängt im Rahmen der Gedenkfeiern hochrangige Politiker aus Israel und Mazedonien. Mit am Tisch Pfarrer Scholz, der 2016 erstmals vom Schicksal der mazedonischen Juden hörte. Seine Arbeit wird von der Evangelischen Landeskirche Baden und dem Auswärtigen Amt unterstützt. Wenn wir junge Leute mit der Geschichte konfrontieren wollen, dann muss mehr passieren als Faktenwissen. Darum eine Begegnung mit Israelis, mit Juden auf einem jüdischen Friedhof bringt eine Erfahrung mit Menschen und gleichzeitig mit der Geschichte ihrer Familie. Diese Erfahrung wollten wir vermitteln, diese Erfahrung wurde vermittelt unter dem Motto Geschichte berühren, Geschichte berührt. Bevor ich nach Bitola gekommen bin oder bevor mir über das Projekt erzählt wurde, wusste ich erstens nicht, dass es Bitola überhaupt gibt. Das war mir einfach nicht bekannt und ich wusste auch nicht, dass es hier so eine große jüdische Community mal gab. Und ich will auf jeden Fall auch die Geschichte von Sarah Lee und in ihrem Buch in Deutschland weitertragen, im Freundeskreis verbreiten, weil ich finde, das ist ein sehr wichtiger Erfahrungsbericht, der auch mal die Stellen beleuchtet, die jetzt nicht so im Licht, zum Beispiel in der Schule in Deutschland sind oder die jetzt nicht so bekannt sind. Sarah Lee Gutmann ist Tochter einer der wenigen Überlebenden.
Ihre Mutter schrieb die Erlebnisse auf Notizzettel. Erst im Alter machte sie ein Buch daraus. Das Treffen mit Nachfahren der Überlebenden ist nicht nur für die Jugendlichen bewegend. Wenn meine Mutter heute hier wäre, würde sie sagen, ich habe gewonnen. Ich habe eine neue Familie. Ich habe meine ganze Familie verloren und nun eine gefunden. Egal ob beim Stadtspiel auf jüdischen Spuren durch Bitola, einem Programmierwettbewerb zum Gedenken im Internet oder der Besichtigung lokaler Sehenswürdigkeiten. Da es junge Menschen Freundschaften schließen, über Länder- und Kulturgrenzen hinweg, war eines der wichtigsten Anliegen der Organisatoren. Das gegenseitige Anerkennen der Vergangenheit mit Blick in die Zukunft. Und die Erkenntnis, dass Versöhnung auch Einsatz kostet. Ohne ein Opfer, ohne eine Hingabe, ohne eine Investition in gemeinsame Zukunft hat man keine Chance, dass man überwindet, was eigentlich Schuld und Trauer und Scham bedeutet. Ich kann mir eine Welt ohne Versöhnung nicht vorstellen. Was wäre das dann, eine Welt mit Hass? Only love. That's what I have to give. Der ursprüngliche Marsch der Lebenden, der seit 1988 zwischen Auschwitz und Birkenau stattfindet, will gerade Jugendliche für das Thema sensibilisieren. Aus der Gemeinsamkeit ist auch in Mazedonien etwas Größeres gewachsen. Bitola mit seiner über 500-jährigen jüdischen Geschichte hat gerade erst begonnen, sein reiches, aber auch schweres Erbe aufzuarbeiten. Die jüngere Generation fragt jetzt nach der Wahrheit und die macht, wie Hans-Joachim Scholz sagt, erst wirklich frei. Stühle, wohin das Auge reicht. Im Dachstuhl der zum Heidelberger Wichernheim gehörenden Werkstätten findet sich nicht nur das Lager für die abzuarbeitenden Aufträge, sondern auch das ein oder andere antike Schmuckstück. Restauriert und geflochten von angelernten ehemals obdachlosen Bewohnern des Wichernheimes, bekommen hier in der vor allem auf Sitzgeflechte spezialisierten Schreinerei und Stuhlflechterei alte Stühle wieder völlig neuen Glanz. Genau genommen eine klassische Win-Win-Situation. Denn zum einen bekommt der Kunde eine Leistung, deren Bezahlung er sich in einem gewöhnlichen Handwerksbetrieb kaum leisten könnte. Wenn man sieht, für so eine Sitzfläche braucht ein guter Flechter von uns immer noch zwischen 15 und 20 Arbeitsstunden. Dessen Handwerker Arbeitslohn zu hinterlegen, kann man sich ausrechnen, was so eine Sitzfläche kostet. Das funktioniert so nicht. Zum anderen profitieren gerade die Heimbewohner von einer sinnvoll ihren Tag strukturierenden Arbeit. Das heißt ja Wiedereingliederung, dass die Personen wieder zurück ins Leben am besten mit Arbeit und Wohnung kommen. Und da sind eben soziale Fachkräfte bei uns angestellt. Und da wird beraten, in allen Dingen des Lebens irgendwie geholfen, wenn es notwendig ist. Und ein Punkt ist eben, dass wir gesagt haben, für viele Personen bei uns ist eine Tagesstruktur einfach was Sinnvolles, um die ersten Schritte wieder fürs Arbeitsleben zu machen. Egal ob Wiener Geflecht oder dekoratives Sterngeflecht. Von der Pike auf bekommen hier diejenigen, die es lernen wollen, das Flechthandwerk beigebracht. Insgesamt stehen hierfür aktuell etwa 20 Plätze zur Verfügung. Es ist auch so, dass natürlich auch nicht jeder in der Lage ist, diese Stühleflechten zu erlernen. Es ist erlernbar und viele machen das dann ganz hervorragend, aber wir haben ja auch Bewohner bei uns, die aufgrund von Krankheit, von Suchterkrankungen nicht unbedingt dazu in der Lage sind. Das gibt es natürlich auch. Aber es zeigt sich doch häufig, wenn man jemand angefangen hat und merkt, Menschenskinder, das ist ja toll, was ich hier mache. Und dann sind auch viele recht begeistert. Jede Menge Anerkennung gibt es durch zufriedene Kunden und volle Auftragsbücher. Überhaupt scheint die Verbindung aus Sitzgelegenheiten und Wohnsitzlosen eine ganz besondere zu sein. Dass die Wohnsitzlosen Sitzmöbel für Familien in Heidelberg reparieren, ja, und nicht nur den Stuhl reparieren, sondern an der Reparatur ihres Lebens arbeiten, um wieder so ein familiäres Verhältnis zu erreichen, das ist so ein bisschen das, was mich fasziniert hat, was wir über das Medium Stuhl eigentlich für die Hilfe hier in Heidelberg gewährleisten wollen, ja.
Der Stuhl als Sinnbild der Wiedereingliederung. Hier in den Werkstätten des Wichernheimes lässt sich genau diese Geschichte erzählen. Neulich habe ich mit meiner türkischen Lehrerkollegin telefoniert. Wir organisieren seit vielen Jahren jährlich einen Schüleraustausch zwischen ihrer türkischen Schule in Istanbul und meiner deutschen Schule. Und so im Gespräch über dies und das meinte sie, hättest du nicht auch Lust, den Jakobsweg zu gehen und nach Santiago de Compostela zu pilgern? Super Idee! Ein evangelischer Pfarrer und eine türkische muslimische Lehrerin mit vielen anderen auf katholischen Pilgerpfaden. Sie hatte einen inspirierenden Film gesehen, ich Bücher darüber gelesen, was Menschen unterwegs beim Pilgern so erleben. Vielleicht wären wir ja genau das richtige Gespann, um uns auf diesen Weg zu machen. Denn Pilgern heißt doch eben, ungewohnte Wege zu gehen, sich neu zu orientieren und unterwegs zu einem bekannten Ziel, dem Unbekannten zu begegnen. In der Fremde nach Gott fragen. Nun, so eine Pilgerschaft will gut vorbereitet sein, um in Ruhe und mit Gewinn zu gehen. Aber warum nicht? Die Zeit ist reif, dass wir aufbrechen, um über die alten Grenzen von Kultur und Religion hinwegzugehen, zu hören, zu schauen, was Gott von uns will und das Leben uns Neues schenkt.